Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das, was ich im letzten Part gesagt habe, gegen Ende wahrgemacht. Ich habe meine Kamera ausgemacht, damit wir jetzt einfach nur noch das Spiel sehen. Ich denke wirklich, für dieses Let's Play ist sie nicht notwendig. Und deshalb machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Buchstäblich, selber Frame. Ich habe zwischendurch eine kleine Pause gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal rum und schauen uns in der Stadt um und sprechen mit den ganzen Leuten. Mystria prides itself on being welcoming, so don't be shy about saying hello to your neighbors. Everyone's so excited to see someone new around town. Das kann ich verstehen. Als Dorfjunge, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr allzu viel mit dem Dorf an sich zu tun. Aber du hast damals sehr schnell mitbekommen, wenn es irgendjemanden gab im Ort, der neu war. Okay. Ich kann hier erstmal nichts weitermachen. Ich bin mal gespannt, wer die Klinik leitet. In Harvest Moon war es so, in Friends of Mineral Town, weil ich das ja im letzten Part angemerkt habe, dass man in der Klinik einen Doktor hatte. Und der Doktor hatte eine Assistentin. Und die Assistentin konnte man in der normalen Version risen. Und den Doktor konnte man in der später releaseden Girls-Fassung risen. Hui! Juniper, sie ist straight up eine Sailor Moon-Charakterin, was zur Hölle. So, you're the newcomer? Is that right? Well, Phantasm, you can call me Juniper. I recently opened the one and only bathhouse in this backwater village. Wow, okay, die beiden Antworten sind jetzt, naja. What's a lady like you doing in a place like this? Well, like you, I have my own reasons for being here. Anyway, please stop in often. By the look of it, you could certainly use it. Und sie hat no Jewel Summer Love. Oh mein Gott. The cauldron is full of a mysterious brightly colored liquid. Okay. Oh. Direkt die nächste Person, Elsie. Oh my. Now who do we have here? Phantasm. That's a nice name. My name is Elsie. I live at a manor house with my niece and nephew Adeline and Aylet. Oh, sie ist die Großmutter. Okay. Their parents. Ne, warte. Nicht, Entschuldigung, die Tante. Was erzähle ich hier? Die Tante. Oh mein Gott. Their parents, the Baron and Baroness, spend most of their time in the capital, especially these days. I once did too. What grand times. But spending time in Mystria, you really start to appreciate country living. Well, be sure to stop by for a chat anytime, dear. I can share the latest gossip and even more romantic advice if you need it. Ooh, das klingt tatsächlich nicht verkehrt. Oh mein Gott, ich will dich mit nach Hause nehmen. Ruff. His color says Dozzy. Good boy. Dozzy wags his tail. Sehr schön. Was kostet denn der Service? Your pockets look a little light, Phantasm. Why don't you come back when you have 100 Tesserae? Ah, das ist die Währung, okay. Das werden wir auf jeden Fall tun. Das ist ein Zimmer und ein halbes, wenn ich hier eins gesehen habe. Oh, ich bin auch am Überlegen, eine gewisse JRPG-Reihe anzufangen als Let's Play, von der ich tatsächlich schon ein Spiel von mir aus ein bisschen gespielt habe, aber ich es auch gänzlich nochmal komplett von vorne anfangen würde. Und das ist eine JRPG-Reihe, die auch verhältnismäßig kurz ist. Mal schauen, mal schauen. Ah, ich glaube, wir haben den Doktor gefunden. Hello. You must be the new farmer, Phantasm, isn't it? Me? I'm the town's doctor. I run our clinic. No need for formalities, though. You can just call me Velen. It's nice to meet you, Velen. You too, Phantasm. I hope you're getting settled in all right. Running a farm is hard work. Be sure that you get plenty of sleep and eat well to keep your energy up. Das werden wir, Valen, das werden wir. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen was zu tun. Wir gucken erstmal hier in das Manor House. Mir ist übrigens aufgefallen, nicht wie bei Harvest Moon, ist es so, dass hier die Zeit auch in Gebäuden läuft. Das ist tatsächlich sehr wichtig zu wissen, weil ich nicht einfach mich irgendwo hinstellen kann, denn die Zeit läuft einfach tatsächlich ab. Ich werde jetzt übrigens nicht mit den ganzen Kleinigkeiten interagieren. Ich will jetzt einfach erstmal nur die Quest hinter uns bringen, damit wir heute in einem Part anfangen können zu farmen.
Weil ich denke, wir alle wollen erstmal sehen, was das Gameplay überhaupt so bietet, nicht wahr? Und das Erkunden können wir generell dann einfach später richtig ausleben, wenn ich meine ersten Sachen gefarmt habe. Okay, Männerhaus ist jetzt niemand weiter. Uns wurde ja gesagt, wir haben eine Karte. Das heißt, wir sehen ja, wen wir alles schon kennengelernt haben und wen nicht. Okay, dann gehen wir erstmal hier in den Südwesten. Hier zu unserer Linken haben wir eine Schmiede. Wow, are you the new farmer everyone's been talking about? The one who's come to help out the town? That's super cool, nice to meet you. Phantasm, the name's Ulrich. My brother and I live at the blacksmith's. I hope we can be friends. Wow, that's the edgy Rivalencharakter. The name's March. What do you want? I'm Phantasm, the new farmer in town. I don't see what this has, what that has to do with me. Regardless of what Adeline says, we really don't need an outsider to come in and solve our problems for us. We have everything under control. Just don't get in the way. Es ist immer dasselbe. So, das ist der Shop. Okay, hier werden wir wahrscheinlich später uns dann gewisse Sachen kaufen können und müssen, vor allen Dingen. Aber ich denke, derzeit brauchen wir erstmal nichts. Weil wir auch noch gar nicht so viel anbauen können. Wir haben im Stadtzentrum jemanden. Oh, da ist er schon. Komm her. Komm her. Rice. Ach, das ist Rice, der Carpenter vermutlich. Hey, you must be Phantasm, right? Nice to meet you. Welcome to Mystria. I'm Rice. I run the carpenter's shop with my uncle Landon. Gut, habe ich mir doch richtig gemerkt. If you have any interest in crafting, let me know. I'd be more than happy to give you some tips. Ich bin ehrlich gesagt jemand, der Crafting gar nicht leiden kann. Deshalb ist das untere gar nicht so meins. Wir fragen mal das obere. Well, woodworking is my specialty. I'm sure you want to make things like fences and furnitures for your farm, right? Feel free to use the crafting station near the town square. If you stop by the carpenter's shop, you can also purchase some crafting receipts if you like. Anyway, good luck getting settled in. Let me know if you need anything. Alright, Rice. Dann haben wir jetzt noch das Haus mit... Ist da Bellen drin? Oder wie er hieß? Hier zu unserer Rechten. Das ist wahrscheinlich der Allgemeinshop. Nora. Ah, you must be Phantasm. Welcome to Mystria. I'm Nora. I run the general store in town with my husband and our daughters. Oh, daughters? Okay. I'm also head of the Chamber of Commerce and the Saturday Market. Though, unfortunately, the Saturday Market has been on hiatus since the earthquake caused the bridge into town to collapse. Das ist wie in Dresden. Baylor is currently the only merchant that even attempts the trip these days, and he has to do it all on foot. Broken bridge, I think I can help. Alright. Adeline did mention you'd be helping the town in exchange for the farm. If the broken bridge were repaired, all sorts of merchants could resume bringing their wares to town on Saturdays. You'd love it. Anyway, if you need anything in the way of seeds and supplies, please stop by in the store at any time. Da haben wir Bella, okay. Ah, there's that fresh face. Hope the town's treating you well. Das tut sie. Habt ihr die Abstellkammer gesehen, die verschlossen war? Und hier haben wir vermutlich den Besitzer. Ah ja, Holt. Well, hello there. You must be the new face in town. Nice to meet you, Phantasm. I'm Holt. I'd be wondering who'd move into that old farm. Okay, er ist ein Dad Joker, sehr schön. Ahahaha. I'm pleased to meet you too, Holt. Haha, that's a good one. Anywho, my wife Nora and I run the general store. Our girls Celine and Dell help out as well. Stop by if you ever need supplies. Oh. Okay. Nora müssen wir noch kennenlernen. Ich find's lustig. Okay, okay, das ist ein Kinderzimmer. Das ist ein absolutes Kinderzimmer. Ich find's lustig, seht ihr das? Das ist so ein richtiges Keep Out. Stay Out. Komm nicht in dieses Zimmer. Oder es passieren Dinge. Okay. Dann gehen wir mal links in das Haus. Ach, das ist die Herberge.
Da haben wir Hemlock. Now, who do we have here? Are you the new farmers everyone's been talking about? Great to meet you, Phantasm. I'm Hemlock. If you ever need a good meal, a cold ring, or some good company, be sure to stop by in the Sleeping Dragon Inn. There's always a cauldron of hearty soup kept hot for anyone who wants a bowl. Korrekt. Da haben wir weiterhin Celine. I work part-time at the general store. I hope you stop by when you can. Ah, das ist Reyna. Reyna Ronanier. Okay, sorry, ich bin VTuber-Fan. Oh, hello. You must be the new farmer. My name is Reyna. My family owns the Sleeping Dragon Inn. It's a pleasure to meet you, Phantasm. So, what brings you to Mystria? If you don't mind me asking. I've always dreamed of starting my own farm. I heard there was free land up for grabs. Ja, okay, komm, wir sind nicht so böse. That's so lovely. I'm excited to see what types of produce you will grow. I have a passion for food, especially when it's locally sourced. Well, I hope you stop by and try my cooking sometime. I'll be looking forward to it. Gerne, gerne. Josephine. Hello there. Well, you must be our new farmer. Adeline mentioned you'd be arriving soon. Delighted to meet you, Phantasm. You can call me Josephine. Or I'd also go by Joe. I run the Sleeping Dragon Inn with my husband Hemlock and our children Reyna, Maple, and Luck. Have you met them all yet? Stop by any time, dear. You're always welcome, whether you need a meal or just want a chat. It would be my pleasure to serve up either. Das ist nett. Oh, und wir können hier sogar kochen, wenn wir wollen. Das ist sehr nett. Aber wir haben hier niemanden weiter. Das heißt, ich kann auch erstmal gehen. Wir werden vermutlich Luck noch kennenlernen. In den Ställen können wir nichts machen. Okay. Vielleicht wenn wir... Na, wobei. Ich wollte gerade sagen, wenn wir mal irgendwann ein Pferd haben sollten, aber haben wir vermutlich dann auf unserer eigenen Farm. Ah, da ist auch Maple, das andere Kind. Hi, are you the new farmer? My name's Maple. Where did you live before you came here? Have you ever been to the capital? That's where the royal family lives, you know? You can ask me anything, I know all about them. Oh nein, sie ist das Klatschpressen-Girl. Hello, do you like bugs? Yes. Excellent. My name's Luck. I'm so excited to have a fellow insect enthusiast in town. Finally! Wait until I tell my sister. Del. Ah ja, okay, das ist von Celine, der Bruder. Hello, are you the one moving to the old farm? I'm Del. That place is haunted, you know? Haunted with monsters. I swear I saw one hiding behind a tree. Let me know if you have any trouble, I can take care of them for you. Okay. Und dann haben wir nur noch eine Person, soweit ich das sehe, und dann sind wir durch. Dann gehen wir mal zu dieser Person. Da, da, da. Hey, nicht wegrennen. Ach nee, der meint, sie rennen nicht weg. Territia. Hi there, I'm Territia, and who might you be? Ah, that's right, Ellen mentioned her plan a while back. I didn't realize someone had taken her up on it. I run a little tackle shop out by the beach. I sell fishing rods and a small selection of freshly caught fish. Feel free to stop by. Und damit müssten wir jetzt den Auftrag abgeschlossen haben, oder? Nee, zwei fehlen noch. Aber wo finde ich die? Die sind jetzt nicht hier markiert. Okay, ein Ort weiter auf der Eastern Road. Und im Westen auf den Narrows. Okay, das heißt, wir gehen erstmal hier hin. The Eastern Road. Hier haben wir... Na, wo ist es? Ah, hier. Nee, wait, das ist Tantchen. Mit ihr wollten wir jetzt nicht reden. Noch ein Stück weiter. Hier können wir dann auch fischen, wie es aussieht. Damn, du lebst echt abseits. Len. Hi there. The name's Len. You must be the one Lady Adeline was telling us about. My nephew, Rice, is around your age. He's taken the lead at the carpenter's shop since I retired. We sell everything from crafting stations and furniture receipts to farm buildings and home upgrades. Stop by anytime.
Das wird vermutlich dann so dermaßen viel kosten, dass ich mir denke, ja, anytime wird es vermutlich nicht. Es wird vielleicht ein, zweimal in den Let's Play oder so, I don't know. Ich habe noch ein bisschen PTSD von Friends of Mineral Town, weil dort war Ressourcen bekommen eine sehr lange Aufgabe. Wild Leek und Fennel. Einfach mal so den Wild Grove hier mitgenommen. Eins tiefer. Bam, bam, bam. Kann ich auch... Ah ne, dafür brauche ich vermutlich ein Netz, wenn ich Käfer fangen möchte. So ein bisschen Animal Crossing mäßig. Gut, und jetzt wollen wir noch einen Westen. Entschuldigt. Und dann haben wir alle Townspeople gegrüßt. Und der Tag, der vergeht auch langsam. Ihr seht schon, es ist schon 17 Uhr hier. Nicht in Real Life, da ist gerade mal 13 Uhr bei mir. Oh, seht ihr die Zelda-Höhle da hinten? Errol's Cabin. Okay, also ist vermutlich die letzte Person hier. Da würde ich am liebsten sofort eine Bombe legen. Rubble blocks what appears to be a cave entrance. Okay. Mittelmist. Wir werden vermutlich eine ganze Menge noch looten können von dem Zeug, was hier in der Gegend rumliegt. Ist das eine Kapelle? Ach, ein Museum, nein. Ah, da ist Errol. Okay. Hello. Are you the new farmer everyone's been talking about? I hear you will be helping to raise Mystria's renown. How splendid. It seems we share a common goal. You can call me Errol. I am the creator of Mystria's brand new museum. Museum. I hope you'll consider donating some items. It's a great way to earn renown. You'll even receive rewards for each collection you complete. Let's support each other's effort for Mystria, eh? I'll be rooting for you, Phantasm. Okay, damit haben wir alles herausgefunden erstmal, denke ich. Und jede Person kennengelernt, die zurzeit in dem Spiel existiert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht später noch so Traveling-Charakter gibt, die nur zu gewissen Zeiten in der Stadt sind. Wäre zumindest interessant. Also erwartet übrigens von mir nicht, dass ich das Spiel stark min-maxe oder so. Ich versuche das Spiel einfach so zu spielen, wie ich es für richtig erachte. Hi Island. Hello Phantasm, out exploring the town. Mystria has a number of historical sites you may come across on your travels. This area is a hotspot for archaeology, you know? If you notice any raised areas in the ground, try using a shovel or pickaxe on them. You never know what you might excavate. Das ist wohl wahr. Aber jetzt wollen wir erstmal mit Adeline sprechen. Weil die Gute hat uns ja den Auftrag gegeben. Und ich denke, wenn wir mit ihr sprechen, können wir den Auftrag auch erfüllen. Frage ist natürlich, wo genau ist sie jetzt gerade? Da, da, da. Vermutlich in dem unteren Teil. Stellt euch vor, ein Pöbel rennt einfach so in eurer Adretten-Villa umher. Ernsthaft, wo bist du? Wir haben ja noch links und rechts als Gänge, aber das ist ja ganz schön was. Ah, hier. Kann ich von hier aus widersprechen? Nein, ich muss tatsächlich so zur Seite. Turn in. You finished meeting everyone in town? That's wonderful. Congratulations on completing your first request. Here's your reward. Wir haben 100 Tesserae, das heißt, wir können jetzt ins Badehaus gehen. Woohoo! Und 3 Potato Seeds. This popular spring crop can be harvested once. Okay. Bevor... Da hat einfach die Uhr geklingelt. Die Glocke geläutet. So. Bevor wir jetzt aber richtig anfangen... Oder nicht richtig anfangen. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Bevor wir jetzt den Tag beenden, möchte ich noch richtig anfangen. Das war, was ich eigentlich sagen wollte. Hm? Achso, meine Tasche ist voll. Ich kann es nicht aufheben. Okay.
Das heißt, ich würde jetzt gerne noch versuchen, ein bisschen was auf dem Feld zu machen, dass wir zumindest eine Saat durchbekommen. Ich denke mal, das ist wie in Harvest Moon, wo wir... Ah, ich sollte vielleicht mit dem Steuerkreuz spielen. Wo wir ein 3x3-Feld benötigen. Zack, zack, zack. Vermutlich ist es besser, wenn ich das mit Tastatur spiele. Wenn ich das jetzt so sehe. Zack. Dafür brauche ich vermutlich die Axt. Zack, zack, zack. Bling. Okay, das müsste reichen für... Nein, wait. Ich habe noch nicht richtig abgezählt. Zack, zack, zack. So, das müsste reichen für 2 Saat, wenn das wie Harvest Moon ist. Oh, nein. Okay, 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 okay. Es ist nicht wie Harvest Moon. Das heißt, jedes Saatgut ist auch tatsächlich eine Saat. Fiber made of plant material used in variety of crafting recipes. Das ist nett, aber das brauche ich gerade nicht. Okay, dann dich, dich, dich. Das ist sehr wichtig zu wissen tatsächlich fürs Saatgut. Okay. Und dann wollen wir das natürlich wässern. Wir haben ja einen Brunnen. Sehr schön. Das heißt, das müsste reichen. Hoffe ich. Und dann kann ich, glaube ich, erstmal schlafen gehen. Weil mehr gibt's erstmal nicht hier zu tun. So, da speichern wir unseren Progress und lagern auch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir können das alles mal lagern. Und die Suppe, die behalten wir im Inventar. Die ist unsere Notfallreserve. Wait, jetzt können wir auch noch schauen, wer wann Geburtstag hat. Der erste ist Ryas am 4. Dann haben wir am 10. Ulrik. Am 16. March, das Spring Festival. Luke am 21. Ich werde ehrlich gesagt nicht jeden Geburtstag mitnehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr tedious. Werde aber auf jeden Fall versuchen, den Geburtstag der Girls, also der Love Interests, ein bisschen im Überblick, im Überblick zu behalten. Also Celine am 14. und Reina am 12. Juniper am 26. Wann hat Adeline? Am 18. Okay, ja, das sind einige. Das sind einige, aber die sind auch sehr weit voneinander entfernt jeweils. Ich habe mich noch nicht wirklich entschieden. Ich denke, das werde ich dann im Laufe des Spiels tun. Okay, das war der Abschluss für diesen Tag. Und ich denke, das könnte dann auch erstmal der Abschluss für diesen Part sein. Jetzt, wo ich so ein bisschen drin bin, können wir vermutlich anfangen, richtig produktiv zu werden in den kommenden Parts. Und ich denke, bisher hat das Spiel auf jeden Fall seinen ganz eigenen Charme. Und ja, ich hoffe, ihr habt bisher Spaß damit. Klar, es ist jetzt nicht krass schnell. Ihr werdet nicht viel sehen bei mir oder ähnliches. Vor allen Dingen nicht im Vergleich zu den Leuten, die min-maxen und richtig in Farming-Games drin sind. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, wenn ihr so ein paar ruhige Let's Play Parts von mir bekommt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.